Eure Karl Meisters lesen aus Old Firehand. Herzlich willkommen zu Winnetou im Wohnzimmer von Wild West Reporter. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass wir mit dabei sind und willkommen in meinem sozusagen zweiten Wohnzimmer der Waldbühne in Bischofswerda. Seit über 27 Jahren darf ich hier Karl May spielen, seit ich ein kleines Kind bin. Und insofern habe ich euch in dieses etwas andere Wohnzimmer eingeladen und wünsche euch viel Spaß beim nächsten Teil, und zwar Kapitel 19. Du sollst recht haben, Mann, wenn du nämlich nicht zu Indianerfällen kommen willst, wie mir scheint. Da! Bei diesen Worten zeigte er die erbeuteten Scalps, und über sein Gesicht ging ein entzücktes Grinsen. Sam Hawkins' breites Grinsen löste eine erdbebenartige Bewegung des chaotischen Bartwuchses aus. »Lass deines Vaters Kind einmal diese prachtvollen Kopfhäute ansehen. Ist das nichts, Will Parker, frage ich dich. Wie mir scheint, ist das nichts?« »Eins«, zählte der Angeredete, und es klang fast wie eine Art Neid aus seiner Stimme. »Zwei! Aber woher zum Teufel hast du diese kostbaren Dinger her? Drei? Hört's noch nicht auf, Sam Hawkins? Hä? Vier? Die hast du doch nicht allein geholt, wie?« »Allein? Ganz allein, wenn ich die zwei nicht mitzähle, die mir der junge Teufelskerl da abgelassen hat.« »Abgelassen?« fragte der andere erstaunt und warf mir einen Blick zu, in welchem sich der aufrichtigste Zweifel an meiner geistigen Zurechnungsfähigkeit aussprach. »Magst's wohl nicht glauben, Will Parker, hä? Hast dir einen echten Kingsfield-Stahl und eine gute Kentucky-Büchse. Lass nichts vorüberlaufen, dann hast du auch was, wenn ich mich nicht irre.« Mit den letzten Worten wandte er sich dem Wasser zu, drehte sich aber, ehe er zwischen den Felsen verschwand, noch einmal um und warnte den Wachehaltenden. »Mach deine Augen auf, meine ich. Da drüben im Unterholz gibt's ein ganzes Nest Pfeilmänner. Können ihre Nase auch zwischen deine Beine stecken wollen. Wär schade um dich, wie mir scheint. Schade.« Tief unter den um ihn hängenden Fallen begraben, schritt er uns voran. Und bald standen wir an dem Ausgange der Schlucht und konnten den Talkessel überblicken. Ein scharfer Pfiff des alten Trappers genügte, um sämtliche Bewohner unseres Versteckes herbeizurufen. Und mit gespannter Aufmerksamkeit folgten alle dem Berichte unseres Abenteuers. Schweigend hörte Old Firehand ihn bis zu Ende. Aber als ich ihm von Parano sagte, entfuhr ihm ein Ausruf der Verwunderung und zugleich der Freude. »Wäre es möglich, dass ihr euch nicht getäuscht hättet, Sir? Dann könnte ich meinen Schwur wahrmachen und ihn zwischen meine Fäuste nehmen, wie es jahrelang mein einziger, mein heißester Wunsch gewesen ist. Die Haare allein machen mich irre. Oh, die sind gleichgültig. Sam Hawkins mag euch als Beispiel dienen. Und es ist doch nicht ganz unglaublich, dass ihr ihn in jener Nacht nicht recht getroffen habt. Die Seinen haben ihn gefunden und mitgenommen. Während ich krank war, hat er sich erholt, hat uns beobachten lassen und ist uns dann gefolgt. Aber warum griff er uns nicht an? Weiß es nicht. Wird aber jedenfalls seinen Grund haben, den wir auch erfahren. Seid ihr müde, Sir? Könnte er es nicht behaupten. Ich muss den Mann selbst sehen. Wollt ihr mich begleiten? Versteht sich. Nur muss ich euch auf das Gefährliche dieses Ganges aufmerksam machen. Die Indianer werden vergebens auf ihre ausgesandten Späher warten, sich bald nach ihnen umsehen und die Toten finden. Wir geraten zwischen die Suchenden und werden vielleicht von den Unsrigen abgeschnitten. Das ist alles möglich. Aber ich kann unmöglich bleiben und warten, bis sie uns finden. Dick Stone? Sir? Hast du es gehört, wohin es gehen soll? Denke es. Hol deine Gun und schnür dich ein wenig fester, altes Gerippe. Wir sehen nach Rothäuten. Bin dabei, Sir. Das muss so sein. Reiten wir? Nein, es geht nur bis zum Unterholz. Ihr anderen aber rührt die Hände und deckt die aufgestapelten Felle mit Rasen zu. Die anderen nickten eifrig. Der Jäger fuhr fort. Man kann nicht wissen, wie es geht, und wenn die Roten ja zwischen unsere Felsen kommen, sollen sie wenigstens nichts von dem finden, was sie brauchen können. Harris, du gehst hinaus zu Will Parker, und du, Bill Balcher, magst auf Ordnung sehen, während wir fort sind. Vater, lass mich bei dir sein, bat Ellen. Kannst mir zu nichts dienen, Kind. Ruh dich aus, wirst schon noch zur rechten Stelle kommen.
Sie wiederholte ihre Bitte, aber Firehand hielt an seiner Bestimmung fest. Und so schritten wir bald zu dreien durch das Bette des Baches hinaus. Dick Stone war nicht weniger ein Original wie Sam Hawkins. Unendlich lang und entsetzlich dürr und ausgetrocknet hing seine knochige Gestalt weit vornüber, so dass es schien, als gäbe es für seine Augen keine andere Perspektive als diejenige auf die beiden Füße, welche an ein paar Beine gewachsen waren, deren Ausdehnung einem Angst und Bange machen konnte. Über die festen, kernigen Jagdschuhe hatte er ein paar lederne Gamaschen geschnallt, welche noch ein Stück des Oberschenkels bedeckten. Der Leib stak in einem eng anliegenden Kamisol, das mittels eines breiten Gürtels, in und an welchem Messer und Revolver und die verschiedensten kleinen Notwendigkeiten staken und hingen, zusammengehalten wurde. Um die breiten, eckigen Schultern zog sich eine wollene Decke, deren Fäden die ausgedehnteste Erlaubnis hatten, nach allen Himmelsgegenden auseinanderzulaufen, und der kurzgeschorene Kopf stak in einem Dinge, dessen Definition geradezu eine Sache der reinsten Unmöglichkeit war. Draußen angekommen, schritten wir nach einigen kurzen Weisungen an der Wache vorüber, dem Orte zu, an welchem sich Sam Hawkins versteckt gehabt hatte. Die von dort nach der Schlucht führende Richtung war jedenfalls die für uns vorteilhafteste, denn wir hatten von beiden Seiten Deckung und waren sicher, denjenigen von den Indianern zu begegnen, welche annehmbarerweise ihr Versteck verlassen hatten, um nach dem Verbleiben der uns Begegneten zu sehen. Winnetou hatte kurz nach unserem frühzeitigen Aufbruche am Morgen das Lager auch verlassen und war noch nicht zurückgekehrt. Er wäre uns auf dem jetzigen Gange der willkommenste Begleiter gewesen. Und ich konnte, da ich ihn wirklich lieb gewonnen hatte, mich einer leisen Sorge um ihn nicht erwehren. Es war ja ein Zusammentreffen mit dem Feinde so leicht möglich. Und in diesem Falle war er trotz seiner Tapferkeit verloren. Eben dachte ich an diesen Umstand, als sich plötzlich neben uns die Büsche teilten. Winnetou, der Häuptling der Apachen, stand vor uns. Unsere Hände, welche beim ersten raschelnden Laute der Zweige nach den Waffen gegriffen hatten, fuhren von denselben zurück, als wir ihn erkannten. Winnetou wird gehen mit den weißen Männern, um zu sehen Parano und die Oglalas. Erstaunt blickten wir ihn an. Er wusste also schon von der Anwesenheit der Indianer. Hat mein roter Bruder die Krieger des grausamsten Stammes der Sioux gesehen? Winnetou muss wachen über seinen jungen Bruder und über die Tochter Ribanas. Er ist hinter ihnen gegangen und hat gesehen, ihre Messer fahren in das Herz der roten Krieger. Parano hat sich genommen, den Schädel eines Mannes vom Volke der Osagen. Sein Haar ist eine Lüge und seine Gedanken sind voller Falschheit. Winnetou wird ihn töten. Nein, der Häuptling der Apachen wird ihn nicht berühren, sondern ihn mir lassen, entgegnete Old Firehand. Winnetou hat ihn schon einmal geschenkt, seinem weißen Freunde. Er wird mir nicht wieder entgehen, denn meine Hand... Nur das letzte Wort hörte ich noch, denn in dem Augenblicke, in welchem es gesprochen wurde, sah ich zwei glühende Augen hinter dem Strauche, welcher die Biegung der Fußspuren verbarg, hervorleuchten, und hatte mit einem raschen Sprunge den Mann gepackt, dem sie gehörten. Es war der, von welchem gesprochen wurde. Parano. Kaum stand ich vor ihm und legte ihm die Finger um die Kehle, so raschelte es zu beiden Seiten, und eine Anzahl Indianer sprangen hervor, ihrem Häuptling zu Hilfe. Die Freunde hatten meine Bewegung gesehen und stürzten sich sofort auf meine Angreifer. Spannung pur bei Karl May, wie wir es gewohnt sind. Wie es weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Lesung von Winnetou im Wohnzimmer von Wild West Reporter. Vielen Dank, dass wir, die Karl May-Spiele Bischofswerder, dabei sein durften, als kleiner Ersatz, denn auch wir spielen ja dieses Jahr nicht, aber... Wir haben eine digitale Spielzeit für alle Fans vorbereitet. Also schaut rein auf unsere Facebook-Seite Karmaispiele Bischofswerda oder auf karmaispielebischofswerda.de. Dort kann man übrigens auch während unserer Spielzeit, während die gewesen wäre, kleine Soli-Tickets kaufen und uns unterstützen. Wir würden uns freuen, wenn wir euch eine kleine Freude machen können und wenn ihr dabei seid bei unserer digitalen Spielzeit. Und ansonsten viel Spaß bei Winnetou im Wohnzimmer von Wildwest-Reporter. Ich verabschiede mich von der Waldbühne in Bischofswerda. Tschüss und man sieht sich.